Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit mir, wie immer vorab. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir haben uns hier heute was überlegt, was ihr euch schon ganz, ganz lange wünscht, denn wir kochen heute Spaghetti Bolognese. Ja, so wie die Mutti das in Italien, in Neapel auch macht, so versuchen wir das heute auch. Ich glaube, ich habe ein ganz, ganz cooles Rezept dafür. Ist eigentlich auch schnell gemacht, also der ganze Ansatz dafür dauert jetzt nicht so ewig, das muss halt lange kochen. Also man sagt, eine gute Bolognese sollte um die 5 Stunden kochen, aber mindestens 2. Ich würde sagen, wir starten mal mit 2, gucken uns das mal an. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Was wir dafür brauchen, wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. So Freunde, für unsere perfekte Bolognese brauchen wir Folgendes. Einmal Rinderhackfleisch, Zwiebeln, Karotten und Sellerie, Staudensellerie, haben wir schon alles fein gewürfelt. Dazu noch Knoblauch und Chili, Olivenöl, Rapsöl und Butter, dann Salz und Pfeffer natürlich, Spaghetti logisch, Milch, Geheimzutat Freunde, ein bisschen Weißwein und Tomaten brauchen wir ja auch logisch. Jetzt im tiefsten Winter geht ihr natürlich keine ordentlichen Tomaten ran. Ich habe da von Mutti die gestückelten Tomaten gekauft. Zum einen natürlich Bio und zum anderen werden die halt geerntet, wenn Hochsaison ist, sprich wenn die vollreif sind, am geschmacksintensivsten und dann konserviert, sprich wenn ihr die jetzt im Februar, im April, November oder im August kauft, die Qualität immer gleich bleibt und somit ein super Produkt. Jetzt geht's los. So Freunde, wir starten als erstes mit dem Sofrito. Sofrito klingt mexikanisch, kommt ursprünglich aus Spanien, ist aber in der italienischen Küche zu Hause. Sofrito, was bedeutet das? Sofrito ist Zwiebel, Karotte, Staudensellerie, ab und zu auch noch Knoblauch und Chili, machen wir jetzt auf jeden Fall mit dran. Und das wird langsam angeschwitzt, angedünstet, 20 Minuten, eine halbe Stunde und ist die Grundlage von italienischen Pasta-Soßen, die halt ein bisschen aufwendiger gekocht werden, von Schmorgerichten, Fischsoßen, Fleischsoßen oder auch einfach als Belag für auf dem Brot drauf, bruschetta-mäßig. Also das ist brutal variabel einsetzbar und das ist der Ansatz, auch in diesem Fall, von unserer Bolognese. Wir haben jetzt hier im Topf 125 Gramm Butter und einen guten Schluck Olivenöl. Und da kommt jetzt das ganze Gemüse dazu, wie ich bereits gesagt habe. Und aber ruhig bei mittlerer Hitze, also schaut, dass das jetzt nicht irgendwie Farbe bekommt oder so, sondern einfach nur weich gedünstet werden. Sprich, wir machen jetzt gleich schon ein bisschen Zucker und Salz dran und lassen es einfach 20 Minuten, eine halbe Stunde leicht dünsten im eigenen Saft. Und genau, warten dann nebenher schon mal unser Rindfleisch an. So Freunde, 20 Minuten hat das Sofrito jetzt hier schon leicht vor sich her gedünstet. Komm, schaut mal rein, wie das Ganze hier so aussieht. Ne? Also hier so schön im eigenen Saft, wie man hier sieht, kocht, köchelt das schön. Ist schon gut angedünstet, schon leicht weich. Jetzt stellen wir uns einen zweiten Topf auf. Den ballern wir Vollgas auf. Schöne Hitze. Ihr könnt auch eine Pfanne nehmen, je nachdem. Wenn ihr eine schöne große Pfanne habt, ansonsten nehmt ihr nämlich einfach den Topf, weil in dem Topf geht es hier gleich weiter. Sprich, wir braten jetzt das Rindfleisch an, schön scharf, und dann wird das mit Weißwein abgelöscht. So, aber jetzt schön scharf anbraten, dass es eine schöne Farbe bekommt, das Röstaromen entwickelt, denn das ist die Basis einer guten Bolognese. So Freunde, jetzt kommt das Hackfleisch rein. Achso. Das Fleisch ist jetzt schön angebraten. Löschen wir das ab mit Weißwein. Wir kochen jetzt einmal das Ganze, was am Boden logisch sich ein bisschen angesetzt ist, frei. Das ist auch alles Geschmack. Und jetzt ein halber Liter Milch dazu. Halber Liter. So. Halber Liter Milch dazu. Ja. Fangen wir mit 300 Milliliter an. Ich glaube, das würde fast schon reichen. Variiert ja auch mal ein bisschen vorne drauf, ne? Ist ja immer ein bisschen Gefühl. Also Milch mit dazu. Die Milch, die legt sich um das Rindfleisch. Es gibt so einen ganz, ganz feinen Geschmack. Die kochen wir jetzt auch einmal auf. Geben jetzt auch gleich schon wieder Salz mit dazu. Habe ich jetzt beim
beim Braten nicht gleich gemacht, weil das Salz viel Wasser entzieht und dann kocht das Ganze halt und brät nicht so richtig. Pfeffer auch schon gleich müssen dazu. Tschak, tschak. Das machen wir jetzt hier einmal auf. So. Und geben dann unsere Dosentomaten dazu vorne. Ja. Das auch noch mit dazu. Ich spüle jetzt auch mal ganz kurz aus, wie lange es geht gekostet hier. Und jetzt schaut das Ganze erstmal so aus. Mal zeigen, jetzt kommt das Seforto schon mit dazu. So schaut das aus, Freunde. Schön alles leer gemacht. Und jetzt das Ganze immer mal wieder durchgerührt. Das lassen wir jetzt erstmal 2 Stunden kochen. Ne? Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was das gibt, Freunde. Da darf man gespannt sein. So, Freunde, die Bolognese hat jetzt 2,5 Stunden gekocht. Ich habe die vor einer halben Stunde schon mal probiert. Da war die schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ne? Probieren jetzt nochmal. Ihr müsst euch das auf jeden Fall mal angucken, weil das schaut schon mal sehr, sehr vielversprechend aus. Schaut euch das hier mal an, Freunde. Ist das hier eine Bolognese oder nicht? Also, optisch 11 von 10. Die kocht jetzt noch ein bisschen ein, während wir die Nudeln kochen, und dann ist die on point. Jetzt werden wir die noch probieren. Ich habe schon ein sehr gutes Gefühl. Habe ich ja selten. Alter. Ganz im Ernst. Müsste ich eigentlich wieder offline nehmen, das Video. Das ist so krass, muss ein Geheimrezept bleiben. Nee, Späßchen. Also die Bolognese, die ist wirklich sensationell. Freunde, wenn ihr die nicht nachkocht, dann kann euch keiner helfen. Jetzt kochen wir noch die Nudeln und dann wird auch gleich schon angerichtet. Wir haben jetzt nebenher Nudeln gekocht, die gieße ich jetzt ab. Freunde, Nudeln einmal abgießen, wieder zurück in den Topf. Jetzt kommt da gleich die Bolognese mit dazu. Einmal schön durchgerührt. Und dann ist das Thema schon durch, Freunde. Also klar, Bolognese kochen, nimmt ein bisschen Zeit in Anspruch, aber es ist ja nicht so, dass ihr da jetzt 3 Stunden daneben stehen müsst und der Bolognese da irgendwie beim Kochen zujubeln müsst. Kommt dann von alleine tatsächlich. Jetzt gehen wir jetzt einfach alles hier mal rein. So. Wahnsinn. Ja, echt mega lecker. Die Nudeln halt auch nicht kalt abspülen oder sowas, weil spült ihr die Stärke runter. Jetzt legt sich natürlich die Soße hier perfekt um die ganzen Nudeln, wie ihr seht. Jetzt geht's schon ans Anrichten, Freunde. Freunde, ihr kennt den Trick, ne? Ihr kennt den Trick mittlerweile. Einfach hier 2 Gabeln in der Kelle zusammengedreht. Tschak, tschak, ab auf den Teller. Und schon habt ihr eure kleine, feine, perfekte Portion Pasta Bolognese. Würde ich ja noch viel mehr drauf machen. Man muss ja auch ein bisschen ästhetisch halten. So, eine schöne Kelle oben drauf. Dann habt ihr die Bolognese oben drauf, schon in den Nudeln. Dann kann das eigentlich besser gar nicht sein. Sieht im Idealfall so aus. Und jetzt noch ein bisschen Käse drauf. Dann geht's ab. Ja, Freunde, ihr seht, ich kann es kaum abwarten. Ich muss es jetzt hier echt probieren. Also die Soße ist schön cremig geworden, nicht so dünnflüssig. Es ist ein tolles Ragout. Die Nudeln, bis fest. Ich bin jetzt sehr gespannt. Was soll ich sagen, Freunde? Ganz im Ernst, Abfahrt. Abfahrt, das ist... Also ich habe selten eine bessere Bolognese gegessen, ohne mich selber loben zu wollen, aber es ist wirklich sensationell. Die Bolognese wird 2,5 Stunden gekocht. Wer länger Zeit hat oder mehr Zeit investieren möchte, die wird nur besser. Aber mindestens, ich würde sagen, 2,5 Stunden sollte die schon kochen. Und wie gesagt, es ist ein Selbstläufer an euch nebenher. Ich würde sagen, wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich es nicht, ne, Freunde. Ja, wem das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Wer noch kein Abo hat, bitte
abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Wie immer, eine feine Geschichte gewesen. Und dann bis zur nächsten Woche. Kulinarischen Grüßen, euer Kevin.